Okay, dann brauche ich bitte meine Arme. Okay. Ciao, Bella, Signorina. Ich warte schon sehnsüchtig auf Ihren Besuch. Also, Miss Layton wäre ein wenig weniger vertrauter Tonfall sicher lieber. Wie nett von Ihnen. Und guten Abend. Eigentlich hätte ich da ein paar Fragen an Sie. Haben Sie von dem Pärchen gehört, das vermisst wird? Portionen? Seit es heute Morgen in die Thames gefallen ist? Natürlich! Ob und fair sind Stammgäste bei uns. Verstehe. Sie treffen sich hier für romantische Rendezvous, meinen Sie? Nein, Nein, sie kommen immer mit Freunden. Ich kann mich nicht erinnern, die beiden je zu zweit gesehen zu haben. Wirklich? Gut, danke für Ihre Unterstützung. Essen Sie heute nicht bei uns, Signorina. Wie jammersade. Schauen Sie doch mal wieder vorbei. Ciao, ciao. Oh, schade, wirklich schade. Okay, dann. Also hier war was zum. Oben ist ein Rätsel. Das Ding? Ja. Das Kuriosenrätsel? Ja. Gut. Kuriosi-Rätsel? Schaut nur, da tanzt ein Rätsel im Rauch vor diesem Kamin. Welchen Baum bellst du denn jetzt an, Cat? Ich sehe da kein Rätsel. Ich habe keine Zeit, es dir zu erklären, Joel. Es fliegt weg, wenn wir uns nicht beeilen. Okay, dann los. Kann ich die Helligkeit bei mir ein bisschen hochschrauben? Geht nicht, nö. Nee? Also jetzt nicht so. Vielleicht ist das automatische Helligkeit und ja, das müssen wir mal umstellen dann. Du hast zwei... Du musst wieder... Achso, hast du. Okay. Du hast zwei sehr unterschiedlich geformte Sterne bekommen. Ja, sehr komisch. Ja. Der linke ist ein spitzer Stern und der rechte ein blumenförmiger Stern. Blumenförmiger Stern, okay. Kannst du beide zusammen benutzen, um daraus fünf Kreise zu machen? Kreise? Ja, kann ich. Ja? Warte mal, schiebe die Sterne, um sie zu bewegen und berühre sie, um sie zu rotieren. Halte einen Stern gedrückt, um seine Größe in drei verschiedene Stufen zu dingsen. Achso, ach. Moment, wir können die auch... Wie macht man das mit dem größer? Keine Ahnung. Also drehen war so. Wie macht man größer? Da muss ich auch nochmal gucken. Das Tutorial, wo war das? Da. Siehst du, kannst du auch berühren, ja. Wirst du ein Stern, lässt dann nicht los? Ah, okay. Mhm. Aber, ah, okay, okay. Ah. Okay. Ja. Ha! Gewonnen! Warte mal, ich hab's auch gleich. Ich wusste es sofort. Ja, das dachte ich mir auch, dass das so sein würde. Warte mal, ich bin mir nicht sicher. Reicht das schon? Ja, so? Ich glaube, du musst die Größe noch ein bisschen verändern von dem Inneren. Nee, anders geht das nicht. Oder? Ich glaube, du musst es noch ein bisschen kleiner machen eben. So ein bisschen geht's größer ein bisschen. Hä? Du musst das Innere noch ein bisschen größer machen. Aber das... Nicht ach so, nicht so groß. Ja. Oder die Blume muss noch größer. Ich glaube, die geht nicht größer. Doch, doch. Nein. Okay. Aber ich kann mal... So. Ja, mach die mal Mitte und die macht Kleen. Komm. Ja. Jetzt. Oh Gott. Gewonnen! Ja, dass das so funktionieren würde, wusste ich auch. Trotzdem aber schneller. Ja, ist ja gut. Hab nicht die motorischen Fähigkeiten. Dafür kann ich besser rechnen. Dafür bin ich kreativer. Dafür bin ich der Typ mit den 3DS-Systemen. Blablabla, bla, Sterne und so weiter. Bling, bling. Das war ein lustiges Rätsel. Gut, dass ich es gefunden habe, bevor es sich für immer in Rauch aufgelöst hat. Okay, dann mal schauen, was... Also hier war...
Ah, hier ist eine Textbox. Schlaue Sache, die Krone der Mauer zu begrünen. Durch die farbenfrohe Blume wirkt die Chancellerin noch grüner und freundlicher. Wer gießt denn die Pflanzen da oben und wie? Bling! Hinweismünze. Ja, hab ich. Okay. Eine Laterne ganz rechts. Ganz rechts? Oh. Da. Okay. So, Frau? Ja. Und ich glaube... Ja, gibt's auch nicht. Ja, dann mach mal die Frau noch, dann hast du noch ein Rätsel mehr und dann, gewonnen. Ja, und dann... Oh, schönen Abend, gute Frau. Hätten Sie wohl kurze Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten? So wie die aussieht, würde ich fast wie Serena sprechen. Ja, mach. Ja, worum geht es denn? Haben Sie von dem Pärchen gehört, das hier in der Chancellerin wohnt und vermisst wird, seit es heute Morgen in die Thames gefallen ist? Sie meinen ob und fair? Ja, davon habe ich gehört. Einfach schrecklich. Du. Kennen Sie sie persönlich? Oh ja, hier in der Gegend kannte sie jeder. Sie sind beide Künstler, müssen Sie wissen. Sie beide lieben das Rampenlicht. Ungefähr so. Brezelmodus. 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 Im Rampenlicht. Ja. Ach du Scheiße, nein. Oh ja. Oh, ja. Nein. Juhu. Du liest mit, du machst nicht schon das. Nein, nein. Auf der völlig dunklen Bühne sieht man die Silhouette einer Person, die auf den großen Augenblick im Rampenlicht wartet. Kannst du die gesamte Bühne beleuchten und das nur mit 4 Scheinwerfern? Die Lichter ändern ihre Richtung, wenn sie auf einen Spiegel fallen. Mhm. Berühre sie auf. Ja, berühre ein Licht, um es ein- und auszuschalten und beleuchte alle Felder mit den Scheinwerfern. Mhm. Macht man das? Achso, hier. Mhm. Kann ich noch was an den Spiegeln ändern oder so? Nee. Ach so, aber es gibt auf beiden Seiten ja Lichter. Okay. Aber man muss ja alle beleuchten. Mhm. Ja, endlich! Ich finde das natürlich nicht mit Miss Layton mithalten. Eieiei. Ich habe trotzdem noch Vorsprung, okay? Ja. Mal gucken, wie es beim Gesamtpunktestand aussieht. Noch schlimmer für mich. Bühne frei. Wir dürfen ja eigentlich ein paar Rätsel gar nicht mitzählen. Doch. Nee. Also ein... Ein paar Rätsel, bei denen ich nämlich schon Vorkenntnisse hatte. Ja. Und bei denen wir beide überhaupt Vorkenntnisse hatten. Also die ersten 3 Rätsel, glaube ich, waren es. Ich würde sogar die ersten 4 sagen. Ja. Weil ich war ja bei Terry Handy auch noch, also so ja, fair bin okay. Ich ja. Ersten vier Rätsel und... Dann gab es ja noch ein Rätsel, wo wir zusammengearbeitet haben. Ja. Und halt die Sternrätsel zählt nicht. Sternrätsel? Naja. Ah. Das. Nein! Nein! Ich hab's auch allein gelöst! Ich hab's alleine gelöst anhand dessen, was. Du hast den gelöst. Ja, eben, also. Ja, von daher. Nein. Das zählt nicht. Aber wir müssten es eigentlich auch mal so machen, wenn jemand was falsch hat. Dass dann sozusagen, wenn der andere das dann richtig hat, dass dann derjenige trotzdem gewonnen hat. Also wenn einer es zuerst falsch hat, dann zwar schneller richtig hat, aber der zweite es... Nö. Achso. Also wenn es nur mal ausprobiert, ist es scheiße. Achso, ja, also, nee, stimmt, also, ja. Also außer es ist nur durch... Also außer es ist halt dieses A, B, C oder so. Mhm. Und dann nur durch simples Ausprobieren. Mhm. Aber wenn es wirklich sowas Anspruchsvolles ist, dann ist es doof. Dann ja, und davon mal abgesehen, wenn ich jetzt so bei dir gucke, okay, du hattest das richtig und ich mach dann die richtige Antwort und hab keine falsche, nee, dann wäre das ja auch, stimmt, hast recht. Das war gemein. Also, es geht nur um Schnelligkeit. Ja. Außerdem kostet der ganz schön Zeit. Ja. Reife Leistung, Sie haben es gelöst. Sie sind wirklich gut, was? Könnten Sie mir dann jetzt ein paar Fragen beantworten? Natürlich, aber ich kann leider den Text nicht lesen, weil ich stehle. Ob und Fair sind beide Musical-Stars.
Sie sind Schauspieler, meinen Sie? Nein, Musical-Stars. Wenn man sie als Schauspieler bezeichnen würde, würden sie einem ganz schön die Ohren langziehen. Nein, was? Ja, und sie können ganz richtig gut singen und tanzen. Sie haben diese gewisse Bühnenpräsenz, die nur echte Naturtalente mitbringen. Das ist eine Katastrophe für die Londoner Theaterszene. Gerüchten zufolge wurde Fair geschubst. Ich dachte, ich hatte das auf... Nee, hatte ich nicht. Gut. Meinen Sie, dass er vielleicht Feinde gehabt hatte? Das war übrigens mein Skype. Fair? Kann ich mir nicht vorstellen. Er ist ein so gutmütiger Mensch. Und Ob habe ich erst gestern noch gesehen. Sie ziehen mir wie immer. Kaum zu glauben, dass sie sich in den Fluss gestürzt haben soll. Wirklich? Sie haben sie gestern gesehen? Ganz recht, in der Konditorei Handy. Ob liebt den Kuchen dort über alles. Ich kann es kaum ertragen, daran zu denken, wie ihr Gesicht strahlte, wenn sie sich auf einen von Seris Kuchen freute. Ich muss einfach glauben, dass es ihnen gut geht. Sicher findet man sie bald. Sie werden einfach irgendwo wieder auftauchen, stimmt's? Hoffentlich. Gut, danke für Ihre Hilfe. Oh, kein Problem. Ich bete dann mal weiter für ein Wunder. Der Maske. Würde jemand, der sich am Tag zuvor noch so sehr auf einen Kuchen freut, sich am nächsten Tag wirklich in einen Fluss stürzen? Es könnte eine letzte Leckerei zum Abschied gewesen sein. Sowas wie eine Henkersmahlzeit, oder? Unsinn. Egal wie deprimiert man ist, ein leckeres Stück Kuchen bringt einen immer auf andere Gedanken. Nicht jeder denkt wie du, Cat. Zum Glück... Gut, zumindest wissen wir jetzt, dass Ob gestern in der Bäckerei Handy war. Vielleicht weiß Jerry ja mehr. Ja, du hast recht, Ernest. Wir sollten ihm sofort einen Besuch abstatten. Also er, das nächste Mal, wenn wir wieder aufnehmen. Genau. Mal sehen, was er für uns hat. Wenn noch ein Stück von dem Kuchen da ist, den Ob gestern gekauft hat, müssen wir ihn natürlich kosten. Warum wusste ich nur, dass du das jetzt sagen würdest? Das war ja nun wirklich nicht... Ich hab's nur einmal daneben gehauen, sonst hätte ich's auch gleich gehabt. Das ist voll gemein. Das ist keine Aufgabe, für die man ewig braucht. Das zählt also nicht. Sonst bin ich eingeschnappt. Oh. Oh. Fair sind Musical-Schauspieler derselben Theatergruppe. Niemand wüsste etwas darüber, dass sie besondere Probleme hätten. Klick. Ja. So, dann speichern. Und nicht zu Harry Tandy gehen. Nein. Hi. Ich habe übrigens mal Kuriosität gerade geguckt. Und? Schaurig schöner Schnauzer, dazu gehen nur gegeltes Haar und ein rosa Hemd. Gegeltes Haar und ein rosa Hemd. Zu wem passt das denn? Ich überleg gerade. Gab es in Asland jemanden? Ich frag mich halt eben auch, gab es irgendwie jemanden? Diese Schlafmaske hilft einem wirklich beim Aufwachen. Warte mal, ich will auch mal. Okay. Ja, ich hab die Maske gerade. Okay, aber erstmal hier. Ja. Gegeltes Haar und ein rosa Hemd, da gab es bestimmt einen. Also ich fühle mich erinnert an... Layton und Asland. Mhm. War da einer so ein Urlauber? Oder irgend so ein Typ? Ich weiß es nicht. Rosa Hemd, da bin ich ziemlich sicher, es hatte jemand. Diese Schlafmaske hilft einem wirklich beim Aufwachen. Setze sie auf und schon hast du neue Energie. Sentimentaler Soundtrack. Wieder aus einem berühmten Stück, die einem wirklich ans Herz geht. Diva. Die was? Professor Layton und die Ränder. Ja, ach so, das meintest du. Ja, das kann gut sein. Das ist echt möglich. Weil es ist ja auch eine Schallplatte. Ja. Und wir hatten zu der Zeit noch Schallplatten. Also speichern. Der Typ, der einem im geheimnisvollen Dorf das mit den Kuriositäten und Hinweismünzen erklärt. Im geheimnisvollen Dorf gibt es doch keine Kuriositäten. Ich wollte sagen. Ja, also der. Nee. Und das mit den Hinweismünzen wird, glaube ich, von Schnurrbert.
Aber der hat doch kein... Der hat doch kein rosa Hemd. Ja. Oder so. Oder was ach, meint ihr? Ach, Alfons oder so. Der... Mit dem... Haar... Dingens. Ah, der ab dem vierten Teil. Ja, ab, Dings und der, ja, Ruf des Phantoms. Ja, Eldus. Aldus oder so. Ja, in Snurberg zum Beispiel. Ja, der Typ. Ah, ja, stimmt, der war's. Hund, ja. Aldus, genau so Aldus, hieß er. Ja, wollte ich nämlich auch meinen. Ja, ich wusste es. Irgendwo. Aldus. Okay, gespeichert hatten wir? Ja. Ja. Gut. Dann klapp ich mal zu und pack das ein und lass euch mal allein. Tschüss!